Also, da melde ich mich mal wieder bei euch. Es tut sich ja vieles irgendwie. Naja, beim letzten Mal wollte ich ein bisschen noch diese Frage von Einsamkeit und so und wir und ich noch ein bisschen weiter bewegen. Ja, ist mir nach wie vor wichtig, aber ich möchte gern das noch mal ein bisschen verschieben, weil mir eine andere Frage wichtiger erscheint. Und zwar die ist die Frage Corona-Krise. Was macht das eigentlich für einen Sinn? Es ist ein ganz natürliches menschliches Bedürfnis, in einer Krise einen Sinn, eine Absicht finden zu wollen. Nichts Schlimmeres, wie wenn sowas Schlimmes passiert und es hat noch nicht mal einen Sinn gehabt. Also was ist da die Absicht dahinter? Man kann es natürlich auch destruktiv fragen, nach der Schuld, wer ist schuld daran? Hätte man das nicht vermeiden können? Und wo hat es überhaupt angefangen und so? Aber hinter all dem ist eben diese Sinnfrage. Ob jetzt die Krise bzw. die politische Vorgehensweise, ob sie jetzt wirklich gibt oder ob die herbeigeredet wurde, es wird ja momentan auch heiß diskutiert, das soll jetzt hier mal außen vor bleiben, kann ich auch nicht so wirklich beurteilen. Tatsache ist, sie ist da, sie ist spürbar, sie prägt unser momentan alltägliches Leben auf eine Art und Weise, wie wir es uns noch vor ein paar Wochen überhaupt nicht hätten vorstellen können. Warum? Was macht es jetzt eigentlich mit uns? Vielleicht müsste man mal die Frage stellen, was macht eigentlich eine Krise zu einer Krise? Schon mal darüber nachgedacht? Was macht eine Krise eigentlich zu einer Krise? Ja, gibt es wahrscheinlich viele Definitionen. Ich würde es mal so sagen, eine Krise stört empfindlich den gewohnten Ablauf unseres Lebens und das schafft eine Irritierung. Die Dinge laufen nicht so, wie wir sie gewohnt sind. Selbst wenn unser Leben jetzt nicht so verläuft, wie wir es uns wünschten, ist doch eine Sicherheit da drin, dass all die Dinge laufen, wie sie laufen und sie berechenbar sind, vermeintlich berechenbar sind. Ja, und das wird durch eine Krise irritiert, schafft Verunsicherung. Je nachdem folgt daraus Angst und Sorge. Oder aber auch Hoffnung und Erwartung kann auch durch eine Krise entstehen. Jetzt darf man natürlich die momentane Krise in keiner Weise verharmlosen. Mir ist sehr bewusst, dass viele von uns in der privilegierten Situation sind, dass sie diese Krise irgendwie als Auszeit nutzen können, während andere mit ihrer Existenz kämpfen, jetzt rein wirtschaftlich oder auch gesundheitlich. Und das ist natürlich eine heftige Angelegenheit, die man nicht irgendwie verharmlosen darf, ganz im Gegenteil. Trotzdem, mein Eindruck ist, als ob unsere Welt sich mit ihrem immer schnelleren Wandel so überhitzt hat, dass wir uns mindestens unbewusst nach solch einer Krise, die jetzt auch noch durch höhere Gewalt entstanden ist, also mindestens unbewusst herbeigesehnt haben. Das ist ein bisschen wie der Manager, der auf Hochtouren läuft und die ganze Zeit merkt, das ist alles zu viel, zu viel, zu viel, ich schaffe das nicht. Und heimlich davon träumt, er könnte vielleicht jetzt einfach von heute auf morgen krank sein, einfach herausgenommen werden, Herzinfarkt. Und er kann gar nichts dafür und muss von heute auf morgen, muss, darf endlich alles zur Ruhe kommen lassen. Kann sein Leben ganz neu bedenken, neu ausrichten. Er hat endlich einen Grund gefunden, das machen zu dürfen, einen anerkannten Grund. Also kommt mir das mit dieser Corona-Krise schon auch ein bisschen vor. Endlich kann man, muss man mal durchatmen, eine Zäsur. Denn die Welt, wie sie momentan läuft, jetzt nicht in allen Aspekten, aber gerade diese Hochgeschwindigkeitswelt, in der wir ständig unter Druck sind,
weiter, höher, schneller, mehr, ja, nichts verpassen. Einmal den Zug anhalten, damit man mal nachdenken kann, das Ganze betrachten kann, sich neu entscheiden kann, ob man denn auch in Zukunft so leben will oder nicht. Also das Thema, ich meine, dass das irgendwie damit auch verbunden ist. Deswegen weiß nicht, ob es so wichtig ist, warum es jetzt diese Krise gibt. Sie ist da und bei manchen, vielleicht sogar bei vielen, ist so ein Shutdown, nennt man das, ein Reset. Jetzt mal runterkommen. Und wenn man jetzt so nach draußen guckt, die Welt betrachtet, sie wirkt ja so wie ein anhaltender Sonntagvormittag. So wenig Verkehr, die Geschäfte sind zu, nicht alle, viele sind zu, man gibt auch nicht so viel Geld aus. Man ist zu Hause, mit der Familie. Naja, manche natürlich auch allein zu Hause, aber das ist ja auch, also so irgendwie so ein Sonntagmorgen-Gefühl. Und Dinge passieren. Ich habe gehört, dass man in der Bucht von Venedig wieder Delfine gesichtet hat, die da schon seit Jahren nicht mehr waren, weil durch den ganzen Lärm, durch den vielen Betrieb, durch die Abwässer, durch die Kreuzfahrtschiffe, die da auftauchen, die da nicht mehr zu finden waren. Oder man sieht vom Satellit aus, dass in Großstädten in China plötzlich wieder klare Luft herrscht. Wow, was macht man denn eigentlich damit? Irgendwie triggert das auch etwas in uns an, und dem man denkt, das ist gar nicht so, dass unsere Welt so verlaufen muss, wie sie verläuft. Sie könnte durchaus auch anders verlaufen, wenn wir uns nur dazu entschieden, anders zu leben. Das ist auch Teil dieser Krisenwirklichkeit. Einfach mal anhalten. Jetzt haben wir sie also, diese weltweite Krise. Keiner weiß, wie lange sie anhalten wird und welche Ausmaße sie annehmen wird. Und keiner von uns weiß, was das alles mit uns machen wird. Und jetzt ist es noch nicht mal eine Krise, die jetzt nur uns Deutsche betrifft. Es ist, als ob uns die Krise einigermaßen weltweit verbinden würde. Vor Gott und dem Coronavirus scheinen alle Menschen gleich zu sein. Interessante Frage. Macht die Krise etwas Tiefergehendes mit uns? Und wenn ja, wäre das vielleicht sogar erstrebenswert? Ich habe gestern mit einem Freund gechattet und so gefragt, wie es ihm geht und so. Und er meinte, ist auch jemand, der beruflich sehr viel in der Weltgeschichte unterwegs ist, ist kirchlich sehr engagiert. Und das läuft jetzt alles gerade nicht, gell? Der Terminkalender ist leer und es tut ihm gut. Er hat mir geschrieben, dass er viel momentan Zeit mit seinem 85-jährigen Vater verbringt. Und er meinte auch, es wäre fast schade, fast müsste man befürchten, die Krise könnte vielleicht nicht lang, nicht intensiv genug sein, dass es uns genügend nachhaltig verändert. Zu schnell rum, zu schnell, dass wir wieder ins alte Leben zurückgehen. Mal kurz irritiert, aber dann wieder das Alte. Nee, nicht mehr das Alte. Er selber meinte auch, das alles löst in ihm aus, dass er in Zukunft sein Leben irgendwie anders gestalten wollte. Diese Erfahrung, wie denn das jetzt ist, wenn das alles abgesagt ist. Wäre es wichtig, dass wir uns veränderten, verwandelten, uns weiterentwickelten als Menschen an diesem Punkt? Eine Hypothese. Ist eine Krise ein ungeliebter Motor für nötige Veränderung? Der Zukunftsforscher Matthias Horx formuliert das so, und das finde ich sehr spannend. Er sagt, die Menschheit wird in Krisen aktiviert, herausgefordert,
sich selbst zu verändern und neue Systeme zu erfinden. Nochmal, die Menschheit wird in Krisen aktiviert, herausgefordert, sich selbst zu verändern und neue Systeme zu erfinden. Weiter sagt er, die Welt kann neu werden, weil wir neu werden in unserer Weltwahrnehmung. Nochmal, die Welt kann neu werden, weil wir neu werden in unserer Weltwahrnehmung. Komisch. Dieses Gespräch zwischen dem Pharisäer Nikodemus und Jesus in der Nacht, die ja irgendwie auch rätselhaft bleibt, die hat einen ähnlichen Sound, gell? Der Pharisäer will wissen, wie komme ich eigentlich in diese neue Welt, von der du, Jesus, die ganze Zeit redest, die du ausmalst, die du mit tausend Geschichten versuchst zu erklären und darzustellen. Wie kann ich da hineinkommen? Und die Antwort ist ganz ähnlich wie bei dem Zukunftsforscher: Da muss erst was zugrunde gehen, was sterben, damit etwas Neues, was anderes geboren wird, etwas, was eine ganz andere Qualität hat. Sonst kommst du nicht in diese neue Welt. Man könnte auch jetzt sagen, wir kommen nicht in eine neue Welt, in eine andere, eine veränderte Welt, wenn nicht auch eine alte Welt, ja, auch schmerzlich stirbt. Ist das jetzt irgendwie zu heftig formuliert? Eine Krise hat das Potenzial, uns so erheblich zu verwandeln, zu verändern, uns weiterzuentwickeln, dass dadurch eine ganz neue Zukunft entsteht. Schon jetzt müsste man sagen, es gibt eine Welt vor Corona. Wann hat das eigentlich begonnen? Es ist doch erst ein paar Tage her. Und eine Welt nach Corona, das ist nicht mehr, ist irgendwie nicht mehr das Gleiche, als ob die Zukunft jetzt eine andere Abzweigung genommen hätte. Eine vielleicht bedrohliche, verunsichernde, beängstigende, aber vielleicht auch eine hoffnungsvolle, eine ermöglichende Zukunft. Man weiß es nicht. Nochmal, damit wir uns nicht falsch verstehen, eine Krise wird durch diese Einsicht, dass sie eine Chance ist, kein Spaziergang, ganz im Gegenteil. Krise heißt sterben. Es muss etwas sterben, eine alte Weltsicht, eine alte Wahrnehmung, eine alte Art und Weise, die Welt mit der Welt und mit uns selber und uns selber zu sehen. Das muss sterben, sonst kann nichts Neues kommen. In diese neue Welt gerät man nur durch Sterben und Neugeboren werden. Mit Corona, klingt vielleicht etwas dramatisch zugegeben, ist die Welt, so wie wir sie gekannt haben, möglicherweise auf irgendeine Weise auch schon gestorben. In ihrer Überhitztheit und ihrem hohen Tempo ist sie jetzt erstmal ausgebremst. Als läge es jetzt an uns, ob wir da wieder einsteigen wollen oder nicht. Ist doch eine Chance. Wollen wir in diesen Hochgeschwindigkeitszug wieder rein, der immer schneller geht? Oder würden wir jetzt eine andere Wahl treffen? Wenn wir nach diesem Shutdown, dieser Unterbrechung, dieser Irritation, wenn wir könnten, wie wollten wir denn in der Zukunft sein? Soweit mal diese Gedanken über Krisen und Sterben, Neuanfang, neu geboren werden. Vielleicht wollt ihr es mal mit einer Übung versuchen, die ich bei diesem Zukunftsforscher da gelernt habe. Statt einer Prognose könnte man mal eine Regnose machen. Also einen Rückblick aus der Zukunft zu unserer Gegenwart jetzt. Nehmt an, ihr würdet jetzt im Herbst zum Beispiel irgendwo in Sinsheim, in Heidelberg, in einem Café sitzen. Es ist warm draußen, ihr beobachtet die Menschen dort, die da vorbeilaufen. Wie fühlt sich das an?
im Rückblick? Denkt ihr, es würde genauso sein, wie wenn wir jetzt dort säßen? Würden die Menschen genauso unterwegs sein, die gleiche Geschwindigkeit, vielleicht auf das Smartphone blickend? Wie würden sie unterwegs sein? Würde die Welt noch so ticken wie vorher oder was hätte sich geändert? Wie hätten wir uns geändert? Eine spannende Übung, finde ich. Okay, mit der verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich werde mich wieder melden. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, Gott befohlen. Tschüss.